Blau ist das sogar. So, Kupfer. Ich brauche noch mehr Kupfer. Und Singy, was hast du gezockt heute? Wieder was mit 5M? Oder mit Red 5? Geil! Ja, wir machen jetzt so ein paar Tage, machen wir das Game noch. Ein paar Missionen, danach die finalen Missionen und dann ist auch gut. Dann ist es Pause bis zum nächsten Content-Patch. Hallo Schwein. Dann einmal durchgesuchtet. Reicht. Ja. Einer ist schon abgesprungen, der hat schon keinen Bock mehr. Da möchte nur noch bauen, keine Mission mehr. Aber ich würde halt schon überall den Haken haben, zumindest, dass man hier das alles abgehakt hat. Gerne. Und dann am Ende nochmal ordentlich kräftig aufbauen, wo wir alles haben dann. Und dann genau, und dann zünden wir es an, loggen aus. Hören wir uns unsere 200.000 Exotic Farm und dann sind wir zufrieden und gut vorbereitet für den nächsten Patch. 200.000 Exotic? Meinst du, sie bringen dann auch noch ein paar Sachen für die Raumbasis? Ich hoffe, also müssen sie ja eigentlich. Weil sonst, also ich meine, jeder, der das Spiel jetzt mehr als nur kurz anspielt, wird alles haben am Ende. Oder, jetzt sag ich mal die wichtigsten Sachen. Ja gut, ne. Kann ich so nicht unterschreiben. Viele, die bei mir unter Brandlist das Spiel haben, machen zum Beispiel Ainsley die kategorisch ab, Missionen wiederholen. Das heißt das Grinden. Die machen wirklich jede Mission nur einmal. Und damit kommst du gar nicht an alle Items ran. Ja gut, aber du hast trotzdem so deinen Großteil und wenn du spätestens mit dem nächsten Patch hast, ja dann wirklich alles. Also es ist ja dann gar nichts mehr. Gibt kein Schwefel hier, ne? Krass aus. Es geht schon. Schau genau, mein junger Freund. Das wird ja dann gemacht, Singriff oder später. Das passt ja. So. Nee, dazu habe ich noch so viele Projekte laufen, du. Lass mal die alle abschließen oder weiterführen. Wir haben ja auch noch unsere COD-Verabredung. Haben wir auch noch, die wir einhalten müssen, ne? COD zockt ja auch. Naja, ich habe halt angefangen. Jetzt komm ich nicht hoch, Alter, der deckt mich am Arsch. Ich hasse das. Nee. Ich hab halt... Ach, ich hab meine Flasche vergessen. Ach nee, ich muss wieder zurück. Ich bin eh nicht so weit noch. Okay, meine Flasche vergessen schon wieder. Achso, was heißt auch? Ich hab halt damit angefangen. Das ist für mich eines der ersten CODs überhaupt. Ich hab nie gespielt. Ah, okay. Einfach mal 16 Jahre keine Shooter gezockt wegen Game Sickness. Ich habe früher gerne Quake 3 gezockt und Unreal Tournament und sowas. Zu meiner Zeit. Und damit 2005 aufgehört und WoW bis vor zwei Monaten gezockt. Das war's. Ende der Geschichte. Jetzt und bin ich aufgewacht. Gamer. Okay. Ja, ich habe schon noch andere Sachen gezockt, aber immer wieder da zurückgekehrt zu dem. Aber ja, ganz grob ist das auch so. Ich habe zwar nicht mit Quake oder irgendwas angefangen, sondern eigentlich... Quake war geil. Dann. Bei mir war es Stronghold Crusader damals. Hab ich auch gesuchtet mit Kumpels. Beziehungsweise davor war es noch Worms 2. Das war geil. Worms war nie so meins. Aber nur ganz kurz, ein paar Minuten. Die Lemminge, das habe ich gespielt. Das war auch cool. Ich habe das Game so viel besser in Erinnerung, als es eigentlich ist. Eigentlich war es stupide, bringt die Viecher ins Ziel. Ja. Ja, Lemmings, die nutzen sich immer als Beispiel, wenn ich sage, dass die Leute alle gehypt sind und irgendwelchen Streamern daherlaufen. Alles wie Lemminge, gar nicht denken, machen einfach. So nachher sind sie enttäuscht, wenn es irgendwie doch nichts ist. Mhm. Influencer hin oder her muss doch ein bisschen denken können. So soll nicht sein, Vorbild daherlaufen, der Star oder was auch immer das für Scheiß ist. Bisschen Selbstdenken hier. Ich weiß nicht, ich verstehe sowieso nicht Leute, die dann so irgendwie ballende Streamer das macht, so. Ich habe so viele Games schon entdeckt, weil Streamer sie gespielt haben. Aber dann haben mir die Spiele gefallen, nicht irgendwie... Der Streamer hat das irgendwie gehypt oder sowas.
Ja, beides wäre optimal. Spiel und Streamer. Aber trotzdem muss man auch selber abwägen, so wie du sagst halt, dass man halt, ob man das mag oder nicht. Nicht nur wegen dem. Hm. Genau. Man hat ja nichts davon. Nur weil man das gleiche Game zockt. Aber da kommen wir wieder zurück zu dem Hot Tub Thema. Vielleicht so ein bisschen auch so. Kann man das vielleicht vergleichen. Man ist halt mit dem dabei und drin. Ganz viele sind komplett verschoben. Das ist so krass, wie Leute mit Streamern umgehen, weil sie halt eine komplett verschobene und unrealistische Sicht auf das Ganze haben. Weil für einige Zuschauer ist es oftmals so, oh, der ist mein Freund, ich kenne den ja voll und... Ja. Ja, eigentlich ist das, bist du als Zuschauer nun ein Kunde. Wenn man so nimmt. Bei OnlyGag schon. Selbe Problem ist. Oh, den Moin, was geht? Wenn du dir große Streamer anguckst, wie Dalukart und wie sie alle heißen, irgendwelche Beispiele jetzt, also nicht, dass jetzt irgendjemand meint hier. Hm. Ich will speziell irgendjemand, das ist jetzt nur ein Beispiel. Das kannst du vergessen, Sinkri. Arschlecken. Die denken, oh, der große Streamer, den ich gern gucke, der spielt das Spiel, das muss gut sein. Aber wenn, das ist denn ihr Business. Und die ich spielen das alles, so ungefähr. Nee, also, worauf ich hinaus will, ist was ganz anderes. Gerade auch bei Ikarus war das ziemlich krass. Es gab viele Streamer, die das auch ehrlich zugegeben haben. Viele haben das nur, spielen das, weil sie eine Partnerschaft mit denen haben. Die kriegen Geld dafür, dass sie das Spiel spielen. Okay. Die spielen das Spiel nicht in erster Instention, ja, das gibt's weil sie auch. Das Spiel geil finden, sondern weil sie Kohle dafür bekommen, dass sie direkt zum Release einen Stream dazu machen. Das ist aber normal. Das ist heutzutage, das ist ja, heutzutage das Werbegeld, was ausgegeben wird von den Firmen. Ja, aber die Leute kapieren das nicht, Gex. Dass derjenige, der natürlich dafür kapieren bezahlt, die das nicht, aber dass der sich machen? Nicht in seinem Stream hinsetzt und sagt dann, ja, das finde ich jetzt nicht gut an dem Spiel, das ist scheiße an dem Spiel. Nee, das kann der am Release-Tag oder kurz danach nicht machen, weil er hat Kohle dafür bekommen, er soll es positiv bewerten. Da gucke ich aber meistens nur Streamer, die trotzdem ehrlich sind. Also, aber das ist, sind. Aber das ist, ihre komplette das ist Meinung selten, sagen. Wollte also, ich gerade sagen, dass einer das so sagt. Mhm. Also, normalerweise sagt, das wollte ich gerade fragen, schon, woher weißt ist. Du denn, ob die wirklich ehrlich sind? Ja gut, nicht. Man muss da den Leuten vertrauen, wenn die das auch sagen. Du vertraust denen, ob sie es wirklich aber, trotzdem sind, weißt du immer noch nicht. Ja, ich meine, die ich da gucke, da kann ich schon, also ich, mit meiner Menschenkenntnis, die ich habe, würde ich sagen, bei denen weiß ich, dass die, wenn die sagen, ich mache das, weil ich das Spiel, weil mir das Spiel gefällt, dann weiß ich, dass denen das Spiel wirklich gefällt. Und wenn... Bei mir sieht man sowieso, ich bin da so begeistert, ich begeister mich für alles, ich krieg sowieso für nichts und nicht Kohle, von daher. Ich mache einfach, weil ich es geil finde, immer schon. Wenn es mir nicht gefällt, dann sage ich es direkt. Und wenn ich mir etwas gefällt, dann begeistere ich mich so sehr dafür, dass ich andere auch begeistern dafür. Ich würde es halt so übertragen. Aber nur von der Begeisterung wird. Mein eigener Hype mache ich halt dann. Mein eigener Hype. Die Game-Industrie hat halt gemerkt, dass sich ein Hype über Streamer sehr schnell kreieren lässt. Na klar. Du brauchst ja nur 6-7 richtig große Streamer, ey. Das sind halt die direkten Kunden. Also das ist halt der direkte Kunde. Wo kannst du noch so gut eine Werbung platzieren? Direkt bei denen, die auch das Spiel noch, die nur wegen dem Spiel zuschauen. Es gibt und nicht viele Besseres. Viele werden halt dann hochgehypt, weil, oh, es ist Release Day. Die Streamer kündigen das dann auch schon eine Woche vorher an und sagen, ja, am Freitag kommt ja Ikarus raus. Das sahen die vor 3000 Zuschauern. Ich hab's einen Tag vorher gewusst und hab's dann gezockt, weil ich's geil fand. Und sagen, ja, da machen wir einen fetten Release-Stream und so. Na klar. Und die Leute denken, das muss ein geiles Spiel sein. Und dann sehen die, oh, ich nenne jetzt, Monte macht da zwar nicht mit, aber Beispiel einfach für groß. Oh, ein Monte, ein Schlohrox, ein Dalukart. Die ganzen, die spielen das ja alle am Freitag. Mhm. Das muss ein geiles Spiel sein. Ja, aber 80% der großen Streamer spielen das als sogenanntes Placement. Ja, aber die sagen das ja auch. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Also ich meine, das ist doch offen kommuniziert. Ja, aber die ja. Und im Endeffekt scheißegal, von denen, die du dann eben die Namen genannt hast, die sagen alle, dass es ihnen gefällt oder nicht. Das ist denen scheißegal, die sind groß genug. Scheißegal, ob die das Spiel nicht positiv werden. Ja, das sind auch Beispiele. Das interessiert die halt nicht. Ich guck die zwar nicht, aber ich würde jetzt auch sagen, was ich zumindest mitbekommen habe, ist das eher...
dass die schon relativ ehrlich sind. Also zumindest wirkt es erstmal so. Und die sagen auch, hey, ja, ich spiele das jetzt und dann nachher nie wieder. Aber das ist einfach nur cool jetzt. Ja. Wie Fuffi schon sagt, der Hype ist trotzdem halt generiert. Die Leute sehen es oftmals trotzdem nicht, dass dem so ist, oder sie lassen sich auch viel zu leicht beeinflussen von vielen Sachen. Oder es sieht dann geil aus, weil viele Multiplayer-Games so im Stream dann auch mit anderen Streamern gezockt werden und dann natürlich da riesen Gaudi ist, so, und im Freundeskreis funktioniert das einfach nicht, weil man entweder nicht genug Leute zusammenkriegt oder die falschen Leute im Game sind oder man hat doch nicht die View, man durch die View erlebt das Ganze ja. Weißt du, wenn man, wenn man zu zweit ja zockt, dann ist es ganz, ganz anders, wenn man was mit 3000 Leuten zockt. Bist du was hab ich ja noch nie erlebt. Hat einfach vergessen zu erwähnen, Singri, oder? Beim Aufzählen, Spenderei hier. Ja, du bist, glaube ich. Ne, der Tunnel ist woanders, aber das ist ja auch so eine Riesenhöhle. Doch, das ist auch ein Tunnel. Gibt zwei Tunnel. Wenn du hier durch bist, zieh das mal rein, dann bist du fertig mit der Mission. Ist das die Höhle? Ist das nicht auch die respawnt? Ist das nicht die Höhle zwischen M4 und M5? Doch, das ist die. Doch, das ist die Höhle der Eingang-Ausgang, die respawnt immer. Einfach alles abbauen, haben wir das Spiel durchgeschafft. Gibt's hier keine Würmer drin? Ne, gibt's keine. Das ist eine wurmfreie Höhle. So, was brauche ich jetzt? Eisen in Unmassen, ne? Aber, im Endeffekt, klar ist das vielleicht ein bisschen doof, wenn sie die Leute beeinflussen, aber das wurde schon immer so gemacht. Ob jetzt Musik oder Spiele oder Zeitschriften oder Dinge, es ist im Endeffekt ist immer so beeinflussbar. Das ist immer schon so gewesen. Ich will nur sagen, nicht schlecht, dass sie das beeinflussen. Ja. Irgendwas müssen die ja machen, die Jugendlichen oder die Leute. Irgendwas, weißt du? Man steuert die halt so ein bisschen. Das ist doch normal. Und wir werden eh gesteuert, von daher ist eh egal. Ob jetzt zu einem Doom hingesteuert wird, zur Icarus oder zu Ding, ist ja wurscht. Das ist deren Hobby, die leben das aus und man spielt das halt einfach. Nur man darf halt da nicht zu sehr da rein interpretieren. Also es ist ja nicht das aller ultra beste Spiel auf der ganzen weiten Welt. Sondern es ist einfach. Aber ein Spiel, das ist heutzutage ja so ein großes Ding, dass jedes Spiel, was rauskommt, entweder von vornherein irgendwie scheiße ist oder von vornherein schon mega gut ist. Oder es ist ein Early Access Titel, wo man sagt so, ja, da ist noch kein Content da, müssen wir erstmal gucken, wie es wird. So. Was anderes gibt kaum noch. Es gibt kaum noch so, dass Spiele rauskommen und die du so denkst, ah, könnte vielleicht gut sein, schau ich mal rein, guckst du dir an und sagst so, war ein Fehlkauf. Ja geil, also direkt Lungenentzündung. Ich dachte, das heißt influizieren auf Deutsch. Sinkri. Ich wollte nur sagen, ich habe für mich halt gelernt, persönlich. Ich kaufe Spiele nicht mehr direkt, wenn sie von am Release Day. Ich warte meistens ein, zwei Tage und warte, bis wirklich dann von teilweise seriösen Seiten oder so Kritiken zu den Games da sind. Ja, ich gucke mir tatsächlich dann auch oftmals Streams an. Halt, wie gesagt, ich habe so zwei, drei Streamer, wo ich sag, bei denen weiß ich, wenn die einen Sponsor-Ding haben, dann sagen die es zum einen an. Immer. Du musst es ja ansagen. Und, ja, musst du, aber manche machen es ja trotzdem nicht. Und sie sagen auch immer an, ob sie Titel machen, weil sie Bock drauf haben. Also zum Beispiel war das bei New World so, dass sie dort gesagt haben, hey, wir werden hier gesponsert, aber ich wollte dieses Spiel sowieso schon spielen, weil ich Bock drauf habe. Ist ja Win-Win dann. Ja. Genau. Und es wurde auch ganz klar kommuniziert, hey, das Spiel ist geil, das Kampfsystem macht irgendwie Fun, aber irgendwie hat das Game seine Probleme. So, es gab ja da Bugs mit den Kriegen, die da irgendwie zwischen den Fraktionen sind und Alter, irgendwie hat das Spiel keinen richtigen Content gehabt und da gab es ja Riesenprobleme. Ich habe es nie gespielt, weil das hat mir von Anfang an nicht gefallen. Bei mir ist immer so, wenn ich ein Spiel interessant, also erstmal schaue ich mir die Sachen, die rauskommen, also meistens so Monatsvorschau oder Wochenvorschau, was rauskommt, so bei GameStar oder bei Gameswelt oder was weiß ich. Diese. Und dann, wenn es mich so ein bisschen interessiert, dann suche ich mir noch irgendwelche Sachen bei YouTube raus, keine Ahnung, Early Access oder Trailer oder dies, das. Und wenn es mich, dann tue ich mich halt dann, weißt du, was ich, schon länger damit beschäftigen. Und dann denke ich mir, okay, es könnte was für mich sein und dann gehe ich rein da. Aber es ist halt ein langer Prozess bei mir. Ich bin halt. Da muss ich ja auch nicht vom Streamer. Nein, passt, ich bin halt nicht so leicht zu beeinflussen. Ich schaue halt selber, weißt du? Bei mir ist es halt, ich versetze mich dann da rein, würde ich das Spiel spielen wollen. Was? Ich habe viele Spiele, wo ich gerne zusehe und es gibt Spiele, die ich spiele. Das ist ein kompletter Unterschied.
finde ich. Das sind ganz andere Spiele bei mir. Zuschauen ist was anderes als selber spielen. Auf manche Sachen habe ich einfach keinen Bock selber zu machen. Und dann ja, kann man sich ja auch angucken, wie das Spiel ist. Man muss ja nicht darauf hören, was der Streamer sagt. Man muss ja einfach nur gucken, wie funktioniert das Spiel. Ja, und ich hab Bock darauf. Ja, und ich habe meistens eine andere Meinung, als der das vorstellt. Wenn zum Beispiel auch bei so Tests bei GameStar oder so anderen PC-Games oder Gamesfeld ist, dann sagt der zum Beispiel, das ist so und so, das gefällt ihm nicht. Und ich denke mir, genau wegen dem wird es mir gefallen. Mhm. Also ich lasse mich da nicht wirklich beeinflussen, sondern ich höre mir halt deren Meinung an, das ist okay, aber ich würde so sagen, hey, gerade das, was er gesagt hat, was er scheiß findet, finde ich voll geil. Und deswegen mag ich es dann. Selbst wenn er das Spiel brutal krass negativ bewerten würde, was seine Meinung angeht, wenn er die Sachen negativ bewertet, die ich positiv finde, spielst trotzdem. Also das wäre mir egal. Ja, das meine genau ich ja. Ich meinte daran. Halt damit, dass ich 2 Tage warte. Wollte ich hauptsächlich sagen, ich warte halt, bis von ein paar Quellen Informationen da sind, die ich für mich filtern und analysieren kann. Und daraus dann wirklich sehe, ist das was für mich oder nicht. Aber Icarus war halt einfach geil. Also da hier den, also das nur ein bisschen Icarus Survival. Hat so viele Fehler, aber es ist mega. Das ist ein mega geiles Spiel. Ist ja, einfach so. Wenn man so ein bisschen was für Survival übrig hat. Scheißegal, rein da. Spielt man halt ein bisschen. Macht man halt eine Woche, hat man Spaß. Und danach hat man wieder ein bisschen Pause, ein paar Monate, dann wieder eine Woche. Also, braucht man nicht Schwefel? Soll ich viel mitnehmen auf dem Weg? Oder wie ist das? Also, nichts oben findest. Hier. Fuffi. Schwefel kannst du mitbringen. Ist hier direkt um den Punkt ganz wenig. Nur. Ganz viel auf dem Weg. Alter, was willst du? Kommt ein Elefant und knurrt nicht an hier. Ja. Du bist jetzt schon auf dem Weg zu gucken. Okay. Ich musste nur nochmal zurückkommen, war genau Sturm, dann habe ich es länger gebraucht, weil ich meine Flasche vergessen hatte. Und ich bin halt schon, habe schon Schaden genommen. Hätte auch Oxid schlucken können, aber ja. Geil, Alter, Sturm. Rex, warum? Schwere Wüstenstürme. Sehr dann schön. Dann bauen wir dein Haus gescheit. Was denn das? Also der erste von euch, der hier ist, der kriegt die Aufgabe, das Haus auf Stein zu upgraden. Also ich gehe doch woanders hin. ich habe einen anderen Termin. Wenn ich da bin, baue ich einfach ein Holzhaus. Das läuft jetzt nur ich das mal baue und dann gucke ich, dann sehe ich, dass das nicht kaputt geht und dann ist alles gut. Ja, ich zock das, wo habe ich Bock ab hier. Leider habe ich 16 Jahre lang einen Fehler gemacht und was Falsches gezockt. Aber ist nicht schlimm. WoW? Ja. Du hast das echt viel gezockt in letzter Zeit. Bist du jetzt echt durch damit oder was? Bin durch. Das war's. Das Feuer ist erloschen. Was sagst du so? Was war der Grund für dich? Das Spiel an sich? Oder auch so unternehmenstechnische Strukturen? Die Mitspieler. Achso. Weil du hast das ja echt 24/7 jetzt in letzter Zeit. Nicht in letzter Zeit, seit 2008 mit einigen kleinen Päuschen. 2008, seit 2005, sorry. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dich während ARK geguckt, aber ich bin auch ehrlich zu dir, wo ich gesehen habe, dass du dann immer wieder diese WoW-Phasen, da habe ich dich komplett geskippt, weil das nichts für mich war. Ich habe dich auch geskippt, du Sack. So, ja, ist ja okay, wenn es nicht... Ich würde mir jetzt auch gar keine WoW-Leute mehr anschauen, weil ich jetzt verabscheue. Ich schaue nie wieder irgendeinen WoW-Streamer mehr an. Das hört mir nicht. Weil damit habe ich abgeschlossen. Ob ich den mag oder nicht. Vielleicht mal kurz reinschauen, paar Minuten, aber dann Hallo sagen und Tschüss. Weil ich will mit dem Thema komplett, ich will damit nie wieder was zu tun haben. Vielleicht ein paar Trailer schauen, so ein bisschen kommentieren das, aber sonst nichts mehr. Wobei hast du mich erwischt, Zinkri? Hab den Kontext nicht verstanden. Erwischt. Ist einfach das die negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ist zu viele. Nach 16 Jahren reicht es jetzt langsam. Ich habe ab und zu mal kurz reingeguckt. Auch gesehen, wie du dann immer deine Inis organisiert hast. Und ja. Alles falsch gemacht einfach. Alles falsch gemacht. Ja, so sehe ich das nie. Ich sage immer trotzdem, alles war eine Erfahrung im Leben. Genau, aber es war einfach zu viel Erfahrung.
Achso, das habe ich nur vorgelesen hier und habe dann gestoppt, Sinkri, als du geschrieben hast. Ich habe schon mal zwei Öfen gebaut. Einen für Kupfer, einen für das für Eisen, dass wir das würden wir das würden wir nie machen. So, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt ist hier alles durchgepillert. Noch kriegt das Haus keine Schäden. Ist schon Sturm? Es wird jetzt gleich rot. Gelb ist schon die ganze Zeit. Jetzt kommt ein Schwerterwissensturm. Ja, ja, ich bin unterwegs hier. Ja, jetzt bin ich auch in deiner Zone. Stormaussetzung. Dass das Haus vielleicht noch Schaden kriegt, ist ja okay. Wir gucken, ob es tatsächlich weniger kriegt. Wenn es komplett... Okay, ich werde gleich auch aber Schaden kriegen hier. Wenn ich dann überhaupt da hinkomme bei dem Sturm. Der Schaden ist gleich. Kann schon mal meine Reparatur-Tool holen. Ey, lass den Sturm durchlaufen. Das geht nicht kaputt bis dahin. Das Dazwischenreppen lohnt gar nicht. Da es geht immer gleich kaputt, das erste Stück. Ich dachte, ich kann hier den Fluss nachlaufen, aber der Fluss ist ja, der fließt ja, ne? Flussabwärts, also wer, ne? Ja. Der ist ja hier wild. Aber jetzt, glaube ich, bin ich unten. Jetzt macht es keinen Sinn, nochmal zurück zu... So. Oh, Baum fällt um. Hast du eigentlich am See gebaut oder so? Hier ist ein Fluss unten. Oder ein Fluss, ja. Ich bin da, wo die große Höhle ist, da ist ja unten. Auf der anderen Seite ist ein schöner Ausgang. Genau, genau. Da ist perfekt zu bauen. Da hast du da gebaut? Eigentlich ganz geil. Nee. Weil da hatten wir schon gebaut. Ich wusste nicht, dass da die Höhle ist. Was weißt du überhaupt? Ja. Bin ein Noob. Aber der Sturm macht mir halt nichts aus, ne? Gar nichts. So ein bisschen Debuff natürlich. Lol. Ja, Wüstenstürme sind wirklich nur die Aussetzung, das Problem. Alles andere ist eigentlich vollkommen Würstchen. Du brauchst halt viel Wasser, aber mit den Wasserflaschen ist halt... Ja, die. Aber ist ja cool, dann werden dir ja auch die einzelnen Biome gezeigt hier. Du musst erstmal Forest, Schnee und Wüste. Cool, ich hätte die Mission früher spielen sollen. So, ich wollte sie eigentlich so spielen, aber irgendwie hatte ich immer so Mitstreiter, die wollten das nicht. Wir haben uns halt. Wir haben zu viel überlegt, anstatt einfach zu spielen. Einfach rein. Ja. Ich dachte mir aber auch, es wäre cool, alle freizuschalten. Und die Mission in Richtung Wüste war ja geil, die Quest. Und auch die Quest des Forests, den Sumpf da zu entdecken, was auch immer das ist. Guten Morgen, Chaos. Was geht? Frühstück ist ja noch da von Enzo, ne? Passt ja. Ist Chaos Enzos Freundin? Das muss Chaos beantworten, das weiß ich nicht. Ich schließe das jetzt daraus, wenn du das Frühstück jetzt noch machst. Wäre eine logische Schlussfolgerung. Wie weit ist denn das hier bei dir? Ach du Scheiße. Ja, es war ein langer Weg. Ich habe schon die Leaks gelesen hier, Sinkri. Auf 9.2. Also bei meinem MMO. Da gibt es ja noch ein Video, was ich nicht gesehen habe. Ich dachte, du schickst mir das die Tage. Ich dachte, du sagst ja bald hier, hey Gag, hast du das gesehen und das und das? Aber du bist nur noch, hast du noch Red Dead RP im Kopf? Er spielt GTA und Red Dead RP. Oha. Weiß ja nochmal, wer er selber ist. Inzwischen dadurch nochmal ein bisschen Real Life. Genau, Red ist Liebe, ja klar. Hast du jetzt zweimal gespielt, ist das Liebe. Vor ein paar Tagen GTA ist Liebe. Zweimal gespielt, Liebe. Aber es nicht gerade über. Welche Metalle braucht man jetzt alles für Stahl?
Eisen, Knochen. Eisen und Kohle. Und Knochen, oder? Nö. Ach, brauchst. Wie? Brauchst du das Ding nicht? Dieses, Ach, Knochen brauchst du nicht? Und nee, der Rennofen? Eisen nur 6 Eisenerz und ein Kohle oder 3 Eisenbarren. Achso, Oxid kannst du viel machen. Achso. Kannst dich voll ballern mit Oxid. Ich bin voll in der Tasche hier. Oxid brauchst du nichts, gibt's hier. Oxid hier. Wo habe ich meinen Bogen fallen lassen? Guten Morgen, Entfessel, was geht? Mal, ja, gut, das wäre hier mit dem Hundekampf passiert, oder mit dem Wolfskampf passiert, oder ich weiß nicht. Jetzt habe ich wieder Scheiße rein. Dann baue ich mir noch einen neuen Bogen. Okay, ich habe 30 Ochse dabei. Muss reichen, oder? 30 für 400. Hm? Reicht locker. Ja, ich kann nicht so viel schleppen. Ich habe die Taschen noch voll. Ich muss erstmal ankommen und einfahren lassen. Dann bin ich leichter. Mhm. Alles gut soweit, das freut mich. Ja, wir machen gerade Mission. Ja, Mission, Mama. Läuft. Angefangen erst vor kurzem, vor 2-3 Stündchen. Ist ja gar keine richtige Zeit hier in Icarus. Ich habe so viel Leder. Und so viel Knochen. Braucht man gar keine Knochen oder was? Nur für den Ofen zum Herstellen. Also will ich ungern wegschmeißen, das Schwefel. Holz auch nicht, oder? Ist genug, hast du genug Bäume bei dir? Brauchen wir Holz? Oder kann ich wegschmeißen? Fufi. Ich bring lieber das Oxid mit. Okay. Wie viel Eisen? Ja. Ist ein Eisenbahn ein Stahlbahn? Nein, 3. Das sind die Infos, die ich haben will. 6 Eisenerz geht aber auch, also du musst es nicht schmelzen. Da hast du recht, das hast du recht. Ich habe so lange gebraucht hier. Ich habe heute rasiert, geduscht, das hat halbe Stunde gedauert. Das ist normal bei mir. Vielleicht damit du einen Amboss machen kannst und dann die Nägel machen kannst, damit du die Werkbank bauen kannst, damit du dann den Ofen bauen kannst. Genau, du sagst es. Ja. Genau das war mein Plan. Wo du das sagst. Oxid oder Schwefel wegschmeißen? Oxid. Oxid, echt? Kaum auf 400. Ist egal, da in der Wüste gibt's genug. Okay, dann nimm ich das wieder weg. Schwefel kannst du Epoxy draus machen. Wobei, ihr habt genug Knochen. Eigentlich kannst du das auch mit Knochen machen. Ist eigentlich vollkommen Würstchen. Jetzt haben wir die Knochen drum weggeschmissen, oder? Nee, ich weiß, du keine Knochen weggeschmissen. Ich brenne! Er brennt, löscht ihn. Ich bin auf meine Fackel getreten. Heiß! Spring in den Fluss, den du gebaut hast. Ich bin in der Höhle, hier ist kein Fluss. Heiß, heiß, heiß! Doch, da ist auch immer ein Fluss in der Höhle, da ist immer ein bisschen Wasser. Wie lange brennt man? Bis es vorbei ist. Du hast einen Timer unten links eigentlich. Oh! Aus! In der Höhle ist übrigens Wasser, in der du bist. Ja, ist immer Wasser. Das ist immer so eine Ecke, das Wasser. Also, wenn das noch die große Höhle ist. Mhm, ist es, ja. Ich brauche nicht mal Würmer in der Höhle, ich zünd mich einfach an. Läuft bei dir. Das ist ja ein ewig langer Weg hier. Kannst du nicht ausdenken. Den darfst du nachher noch zurücklaufen, ich will dich nur mal motivieren. Ja, da gibt's doch gewisse Höhlen, habe ich gehört. Was, Höhlen? Was haben denn Höhlen damit zu tun? Ich werde Höhlenforscher. Hm? Ja. Deswegen. Ja, bloß auf den Weg hast du zurück keine Lust. Doch, natürlich. Das ist egal. Vielleicht soll ich Schnee nebenbei aufsammeln. Ja. Du brauchst ja 200. Ach, nur 200, okay. War irgendwie bei 400. 200 Kupfer und 200 Eisen. Sinkri, es wird, ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber die Amis fangen ja schon langsam damit an.
Icarus RP Server gehen. Was meinst du? Ist das was für dich? Kann ich mir nicht vorstellen. Also, dass es das gibt. Was sobald die Server kommen, es gibt schon große RP-Seiten. Auch eine deutsche, die suchen schon. Die fragen schon, wer Bock hat. Die haben gesagt, ja, sobald die Dedicated Server kommen, machen sie mehrere RP-Server auf. Mag ja sein, aber was willst du denn großartig RPen nach? Du kannst in allem RPen. Du kannst in allem irgendeine Scheiße erzählen. Es gibt Rust-RP, es gibt Arc-RP. Ich weiß, alle Spiele, ich weiß. Die sowas hier machen, aber es gibt RP. Es ist, dort ist wesentlich mehr Möglichkeiten, die du, wo du irgendwas RPen kannst. Hier ist so. Ja, wie soll ich das sagen? Aber du hast ja nichts in dem Sinne. Du hast, also. Denn da findest du irgendeine Scheißgeschichte und erzählst dann. Du hast künstlich genau, irgendwas machen können. Du brauchst doch nur Leute, die eine Story dazu. Mensch, Sinkri, Schmutz geht nicht. Das ist eine Beleidigung. Das Beste. Stelle ich mir auch seit zum vollen Fessel. Aber es, mit genug Fantasie geht alles. Mit genug Fantasie kannst du auch aus einem Glas Tee oder Kaffee. Glas, aus einer Tasse Tee oder Kaffee trinken, das, wo das leer, die leer ist, die Tasse, weißt du? Ja. Ich sehe mich auch nicht in RP. Ja. So, wo ist denn dein Haus hier? Markier das mal, ich bin angekommen. Direkt, wenn du an der Kapsel bist. Dreh dich im Kreis. Einfach im Kreis drehen. Ach so, scheiße. Was ist das denn ein Scheißschuppen hier? Dafür hab ich mir jetzt einen Weg hierher, also. Nicht einmal der Kisten zum Ablagern hier. Erstmal reinpupsen. Primitiv. Erstmal reinpupsen hier, dann fühle ich mich zu Hause. Ja, fällt mir einfach eine Scheiße ein. Auch wenn du erzählst, ja, du hast heute Nacht einen Albtraum gehabt, dass das dann irgend so, dass du dann im Weltraum bist oder zu den Sternen hin. Irgendeine Kacke erzählst du halt da. Das ist doch eh alles nur frei erfundene Scheiße. Das ist doch RP, oder nicht? Aber du kannst ja. Frei erfundene Scheiße. Das ist. Zitat des Tages von RP ist frei erfunden, Scheiße. Ich gehe nachher in so einen großen RP-Stream, in so einen deutschen. Was macht denn ihr hier für eine frei erfundene Scheiße? Natürlich ergeben sich durch die Spielsituationen, ne, die man halt auch immer erörtern kann und auch noch hier, ne? Aber eigentlich ist alles nur erfunden, das Ganze. Oder nicht? Ja, das schon. Aber ja. Mein Problem ist hier mit dem Game, also mit Rust oder sowas, du hast ja irgendwie, du kannst damit fallen, irgendwelche Parcours und Dings bauen oder irgendwie Lotterien und irgendwelche, was auch immer. Du kannst da ja so viel bauen. Das hast du ja hier irgendwie nicht so richtig. Also du hast deine Gebäudeteile, damit kann man bestimmt irgendwie ein bisschen was Witziges machen. Ja, du. Selbst wenn du ein Haus baust oder schau mal, jetzt habe ich die Kiste hier daneben gestellt. Jetzt könnte ich eine halbe Stunde eine Geschichte erzählen, wieso die eine Kiste nicht auf der anderen Kiste ist. Und das ist schon RP. Ich lasse mir irgendeine Scheiße einfallen. Naja, das ist nicht so richtig RP. Also RP ist ja schon ein bisschen anders. Also. Ja, ich weiß. Aber es gibt ja halt auch so Witziges und so Blödsinn halt und sowas. Wenn dann zwei Leute hier stehen und mir erzählen, dann lass uns mit drei Leuten hier stehen im Third Person und wir philosophieren über die Kiste eine Stunde. Über die Kiste daneben noch eine Stunde. Dann tun wir über den Schlaflager irgendeine Scheiße erzählen. Und dann hast du schon mal zwei, drei, vier Stunden rum. Und dann kommen greifend Tiere. Dann hast du schon mal RP mit denen zusammen. Dann tut der eine das oder Tier fragen. Hey, komm Tierchen. Jetzt seid ihr nicht so böse. Oh nein, das Tier greift mich an. Och Mann, oh verdammt. Jetzt greift es mich an. Jetzt blute ich ganz langsam meinen Popo backen oder sowas. Und dann wird der andere wieder Geschichten erzählen. Und dann, oh nein, jetzt tue ich meinen Bogen spannen. Soll ich den Bogen dann auch loslassen, dass der Pfeil fliegt in die richtige Richtung? Oh verdammt, die Spannung ist verspannt und so. Das ist doch irgendeine erfundene Scheiße. Was einfacher ist, und das geht auch hier, wie es in Ark und auch in Rust ist, sogenanntes PvP-RP. Mhm. Es bilden sich einfach zwei, drei Gruppen. Die eine landet halt in... Die eine ist die Herrschergruppe vom Wüstenbiom, die anderen sind die das Volk aus dem Eis, die anderen, verstehst du, sind das Volk aus dem Dschungel. Und dann begegnen die sich und die Clans bekämpfen sich. Und das ist auch RP, verstehst du? Aber... Also, ja, schon. Nur da ist wieder das Problem. Du hast ja, ich weiß nicht, Jet Fighting. Und dann gibt's zwischen den Clans Handel.
und sowas alles. Also, ja, lassen sich da schon was dann einfallen. Tun sie Liebe miteinander machen, Gangbangs und so, dass du noch mehr. Man kann sich überall was einfallen lassen, das ist nicht das Problem, aber mein Problem ist so ein bisschen. Also, gerade wenn man jetzt extrem vergleicht, mal GTA mit dem hier. Ja, das GTA, du kannst Jobs, du kannst alles, du hast da so viel Möglichkeiten. Ja, natürlich, klar. Und das bietet ja so ist viel. Ja nicht umsonst das eines der größten RP-Sachen, so glaube ich, mit ist ja das. Sind. Ja. Und ja, ich kann es mir halt in Igaros nicht vorstellen, dass es jetzt hier dieses krasse RP gibt, irgendwie RP-Server. Also ich da kann sehe mir ich durchaus fest vorstellen, Beste. Dass es hier irgendwie Server gibt, wo irgendwie große Burgen gebaut werden, vielleicht sogar noch PvP-Schlachten. Aber ja, aber du kannst den Bogen nicht nur bauen. Du musst erstmal drüber reden. Das geht nicht ganz glücklich. Im RP geht's ja schon so weit, du darfst vielleicht gar keinen Bogen bauen. Ja. Weil es gibt einen Bogenbauer. Genau, vielleicht gut, musst du zu dem hingehen. Wenn du so weit gehst, dann würdest du. Das ist im RP oft so, dass es Berufe gibt. Ja. Du darfst dein Haus nicht aus Stein bauen. Da gibt's jemanden, der es von Beruf Stein metzt. Schlage ich dem Stein auf den Kopf, dann baut er mir das Haus oder was? Nee, aber auch so da. Du weißt, was ich meine. So funktioniert ja, RP. Ja, natürlich. Ja, deswegen, ich könnte, aus Eisen bauen. Ich könnte mich sowas nie unterordnen, ey. Und nur der darf das. Ich prügel den Schmied. Ich schmeiße ihn in den Ofen rein, bis er verbrennt. Nee, das ist meine Sache an RP. Das ist ja die Funktionsweise von RP. Ja, ja, ich weiß, dass man sich an irgendwelche Regeln hält, die gar keinen Bock machen. Reicht ja schon, dass man sich im Mühleim an Regeln halten muss. Ich weiß auch, klar, natürlich, sicher. Es ist einfach eine Welt, die man einfach da hat und dann glücklich wird. So, jetzt muss Scheiße, ich oben findet. Blau oder in Rot hinlaufen. Und das laufe ich über diese Ecke. Gut, ich komme zu euch. Oh, nee. Also ich finde in RP das Beste, die Situation, die sich ergeben, wo er sich nicht einfallen lassen muss. So wie in GTA, das ist schon sehr, sehr cool. Du gehst, loggst ein und dann läuft einer an dir vorbei und schaut doof. Du sagst, was soll der Scheiße? Dann tut er dir eine rein und dann gibt's wieder Action. Dann fährst du hinterher, dann fährt er, dann kommt Polizei. Das, was sich so ergibt, einfach Situation halt, weißt du? Ja, aber da sagst du es schon. Dann kommt Polizei und du fährst und dies und das. Aber du hast hier kein Auto. Du hast hier keine Polizei. Dann brauche ich mir ein Fahrrad. Also, es gibt so vieles, was du hier nicht hast, auch mit den Waffen. Also, dort, du kannst dort Faustkampf machen, du kannst dort Emotes machen, du kannst dort unterschiedlichste Waffen haben. Du hast ja hier, du hast ein Messer, du hast ein Speer, du hast Bogen. So, fertig. Ja. Na gut, mit der Faust kannst du auch zuhauen. Das geht. Ja, ja, natürlich. Das natürlich, sowas würde mir gefallen. Aber es gibt ja auch viel, das ist gescriptet. So, es gibt auch welche, die haben Texte. Also, was ich gesehen habe, was mir gar nicht gefallen hat bei so einem GTA-Server, da tut dann irgendjemand dann schicken, ich weiß nicht, wie das war. Wenn jetzt eine Begegnung stattfindet, hast du so eine Art Quest, was für Sachen du da erwähnen musst und was du spielen musst. Boah, so scripted RP, da will ich durchdrehen, da will ich einfach. Bullshit. Hab ich aber auch schon gesehen, da gibt es so eine Liste und dann schickt, keine Ahnung, das ist vielleicht random generiert, da schickt irgendeiner, der da ist, schickt dir das, du musst jetzt so und so reagieren. Das wäre natürlich nicht so geil, das aber. Das funktioniert aber nur, wenn du das dumme Wort hast, der sich halt ein bisschen darum kümmert. Ja, so eine Art Game Master, oder? Oder wie nennt man das denn? Ja, aber diese Communities, die da jetzt schon Leute für suchen, das sind genau so eine Communities, wo jemand dahinter sitzt, der ein Skript schreibt. Wo halt, und daher die Idee kam jetzt nicht aus meinem Kopf mit diesen Völkern. Mehr weiß, das hat, weiß man das, nicht. Das stand dort in dem Teaser schon, dass es Clans geben wird für jedes Biom. Ja, ist doch toll. Also die haben wahrscheinlich, die haben sich schon Gedanken darüber gemacht. Das Grundskript hat sich doch keine Frage. Ich sag auch nicht, dass das nicht möglich ist. Ich sag auch nicht, dass das irgendwie. Ich find's auch kacke. Für mich wär's auch nix, ne? Aber. Es ist nur. Es ist auch nicht kacke. Ich mag RP eigentlich. Also ich spiele selbst Pen and Paper, aber. Ich sehe einfach Icarus als Game. Nicht als ein geiles RP-Game. Ich glaube, dass einfach jedes andere Game dafür besser geeignet wäre. Also nicht jedes, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, gut, ich es ist einfach, weit, die Grundlage von Icarus ist einfach meiner Meinung nach nicht dafür ausgelegt, geil zu RPen. Ja, vielleicht mit Mods. Vielleicht kommen da mega Mods nachher raus, die das alles verändern, wo du dann halt auch noch ein bisschen was machen kannst und so. Aber so wie es jetzt ist, sehe ich es einfach nicht. Wieso hast du kein Silizium hier in der Base? Ich weiß nicht, da ist. Frech. Einige ARC-RP-Server fand ich gut, muss ich zugeben.
Also RP an sich finde ich jetzt nicht kacke, das kam vielleicht falsch rüber. Ich fände hier selber RP auch kacke. Wäre nichts für mich. Aber ich, was ich die ganze Zeit sagen will, ich spreche das niemandem ab, der sagt, er will hier RP machen. Und ich spiele sicher, ich meine nur, dass es Leute, die da ihren Spaß, bessere Möglichkeiten gäbe. Ja. Die ihren Spaß das hier dran halt, haben, ja. Hier zu RP. Und wenn sie den Spaß haben, dann meine Fresse, dann sollen sie doch haben. Meine Fresse. Es wundert mich halt, dass es da jetzt schon so große, krasse Communities für dieses Game gibt, die weil es halt, wie ich sage, es ist halt aus meiner Sicht Schießpulver oder Holzkohle? Also oder nicht? Ich hätte jetzt gedacht, dass halt die Leute, die Icarus spielen, nicht die RP-Leute sind. Holzkohle oder Steinkohle? Stein. Erz, ja. Schießpulver macht man aus Holzkohle, oder? Mhm. Ja, Schießpulver her. Entfesselt. So wie in den meisten Games bis jetzt hier. Es ist so wie mit jedem Thema. Es ist Geschmackssache. Und alles hat seine Community und damit auch seine Berechtigung. Ja, keine Frage. Geh ich mal da lang, geh ich mal oben rein. So, hab ich. So, Eisen habe ich glaube ich genug geholt jetzt. Also ich habe 700 jetzt. So wenig? Schäm mich. Ich hatte zum Beispiel mal eine Weile überlegt, auf so einem ARK-RP-Server mitmachen. Weil ich tatsächlich, bei ARK gibt es so viele Mods. Weißt du, was ich da crazy finde? So gute RP-Mods. Wenn jemand ein Dino spielt. Also da habe ich mir auch gedacht, da muss man die erste, bei dir muss was nicht stimmen. Ich meine, ich respektiere alles, aber wenn jemand einen Dino spielt. Ach, dann da, ich sag mal so, da, ich weiß nicht. Ist vorbei, mit mir. Kennt ihr Ultra Core? Ich will ja nicht sagen, aber es gibt Leute, die spielen im RRL einen Hund. Ja gut, das ist nochmal eine andere Kacke. Okay, das ist krass. Die laufen den ganzen Tag, auch wenn die einkaufen gehen, mit so einer Hundemaske auf dem Gesicht rum. Das ist aber SM, das ist nicht, das ist, okay, dann... Nee, ja, das ist auch nicht SM, also kann SM sein, ist glaube ich oft verbunden, aber das ist nicht SM. Aber das ist nochmal eine andere Kategorie, Mensch, also da, weiß ich nicht, das kann ich wirklich nicht wirklich nachvollziehen. Hey, aber wenn es denen Spaß macht und sie glücklich damit sind, dann gönn, soll sich gönnen hier. Der lässt sich auch von seiner Freundin an die Leine nehmen und so. Das ist cool. Wenn ich dann das, wenn ich, wenn es dann andersrum auch, wenn ich dann andersrum auch darf, also ich meine, also ne, erstmal so, mal so. Muss sagen, ich war auch verwirrt. Deswegen ist es so, ich geb's. Deswegen ist es so, ich geb's dir Doggy, oder? Deswegen kommt der Spruch von da. Ich stand vor mir halt an der Kasse und dann. Oha. Der hat aber gesehen, dass die Leute gucken und dann haben die mir das erklärt. Hat er gewählt. Hat er gesagt, so, das ist. Er ist ein Alter. Durfte sie auch sprechen oder war ihr das dann verboten? Er war ja der Hund. Ach, er? Durfte er dann auch sprechen oder war ihm das verboten? Ich hab mich schon wieder angezündet. Meine Fresse. Lungenentzündung und ich brenne. Super Kombination. Ja, Lunge brennt und außen brennt auch. Ja, beide Geräte da. Okay. Aber ja, ich stell mir das halt voll komisch vor, wenn sie da auf dem Boden, Erde auf dem Boden sitzt. Dann als Hund mit ihr quatscht. Ja, aber das ist halt ganz klar, das ist Fetisch, ne? Ja. Das ist. Der hat auch Frohlich gefressen und so ein Kack. Oh. Also die hat da so Frohlich-Ringe gekauft und hat dem Leckerli gegeben. Okay. Wo kann ich liken? Haben die ein Insta? Ich muss liken. Boah, das ist so. Wollte ich nur sagen, also es gibt auch andere Extreme auf dieser Welt. Ja, auf jeden Fall. Dafür sind wir irgendwie ganz falsch abgebogen gerade. Komm, wir fahren das schon zurück. Irgendwie. Alter, ganz falsch abgewogen gerade hier. Vom RP ja, zum Ding. Ich glaube, es ist auch besser, wenn wir da nicht weiter graben, weil da gibt's noch Abgründe, die. Ja. Ich glaube, die sind dann auch nicht mehr streamfreundlich.
Aber ich meine, hey, wenn man Bock drauf hat, why not, das ist doch scheißegal. Wenn man. Ja. Solange man da niemanden verletzt oder irgendwie. Ja. Das ist doch egal. Ich habe ja gesagt, das ist halt. Jeder muss machen, worauf er Bock hat. Egal wie eigenartig andere das finden. Die geben halt einen Scheiß drauf. Ja, das ist doch halt gut. Die sagen halt, ich hab Bock drauf und was andere denken. Also, ich meine, ich hab nicht. Ja, aber wäre das nicht auch was, wenn du hier changing into cute bikini, changing into cute doggy oder sowas? Ich könnte ja auch ein Dog-Bikini anzeigen. Natürlich, ja. So alles in Teils. Ja. Gags mit so einer Hundemaske auf dem Gesicht. Beste. Ich meine, Audience gibt es da bestimmt für. Ich weiß nicht, ob ich da so reindriften soll, ne? Bin ich ganz sicher. Ich aber nicht, ich überleg mir das mal. Was für dich ist. Ja, das ist nicht so eine Vorstellung, die mich jetzt heiß Alter, macht. Dann gibt's alle 4 Stunden Streampause, weil Gex Gassi muss. Das war doch fluffig. Sag mal, habe ich mich jetzt hier in der Höhle verlaufen? Mein Gegenstand ist kaputt. Meine Spitzhacke ist kaputt. So eine Scheiße. Muss ich andere nehmen. Bist du zufällig auch in der Höhle? Same. Ja, klar. Kannst du mir mal sagen, wo es hier rausgeht? Da, wo ich bin, einfach den Weg nach hinten. Ich hab... Oben und unten Mitte. Da, wo meine Markierung und deine Markierung ist, geht's raus. Da, wo du auch bist, geht's auch raus. Da, wo du bist, geht's auch raus. Es gibt 2 Ausgänge, so eine Art Durchgang. Einfach so ein bisschen nach... Dingsbums, Süden. Schöner Clip, sagst du hier? Ist das dauert das lange? Ich muss gerade hier schauen, ich kann hier nicht da meinen Schau alleine lassen. Was für Licht? Ausgemacht, schnell ausgemacht. Einfach schnell ausgemacht hier. Du hast mir heimgeleuchtet. So, wenn du auf dem Weg Ding mitbringen könntest hier. Das weiße Ding da. Nicht du, hier. Meinst du euch? Ja, Silizium. Dafür bräuchte ich Stein und Stöcker, weil ich habe keine Spitzhacke mehr. Ach so. Ich komme jetzt mal zu euch und dann gucken. Moin, Pedras. Okay, ich speichere mir den Link mit deinem Timestamp und deinem Namen. /igno. Hab ich. Ist es richtig gemacht hier? Das ist meine Notiz für dich. Was / ignore? Au. War eine dumme Idee. Okay, also es interessiert mich total. Und es ist bestimmt voll spaßig, das anzusehen. Das war mein Skript für dich. So. Wir brauchen also im Prinzip 200 mal Steinkohle, oder? Nein, 100. 100 Kohle, 600 Eisen. Ich hab 260 mal Kohle. Das ist schon zu viel Schweinsteuer für mich. Ja, passt ja, kannst du für den Ofen nehmen. Hallöchen. Hallo, würden Sie bitte von meinem Eisen weggehen? Wie hat es Sie denn hierher verschlagen? Wir haben verlaufen, ich sah Ihr Licht. Sie haben mein Licht gesehen, ich habe nur für Sie den Weg geleuchtet. Man sollte grundsätzlich nicht auf das Licht zugehen. Hey, du kannst gar nicht mitreden. RP ist nur in Sprachreichweite. Genau, was soll das Scheiß aus? Ich dachte, wir haben hier Walkie-Talkies oder sowas. Klar. Sorry, genau. Ich wusste nicht, dass ihr keinen Walkie-Talkie habt. Ich dachte, ihr seid auf der gleichen Seite. Diese Technik haben wir nicht, weißt du? So, wir sind... Ja, das kannst du mir doch nicht sagen. Pfeil und Bogen. Ich kann dich doch nicht hören. Siehst du? Stimmt. Ich schreie jetzt hier. Durch die ganze Welt. Die Höhle echo gut. Ja.
Echt? Wieso denn? Tust du doch. Du, natürlich tust du Schauspielern. Du spielst doch eine Rolle. Tust immer Schauspielern in RP. Ist das die letzte machbare Mission? Ja, kannst du machen, wie du willst, ne? So, kannst auch Schauspielern oder heute auch nicht Schauspielern. Genau, also du spielst dich. Ich spiele mich vor dem Computer. Hey, du übrigens, ich sitze vom Computer. Machst du es nicht auch? Genau, mich selbst spiele mich vom Computer, sitze und Maustastatur drücke. Ah ja. Was ist ein Computer? Nee, das ist einfach irgendeine Mission mittendrin. Hier, Ein Computer ist ein Buchhalter oder ein Beruf, Alter, bei dem man rechnet. Alter, -16 Grad. Was ist denn hier kaputt? Was ist denn in der Wüste? Normal nachts. Ich muss nach Hause, ich erfriere. Wir haben aber die schon frei, die allerletzte Mission. Kälteanzug nicht mit, darum kriege ich jetzt tatsächlich Frosteffekt. Ich hab den habe ich auch und ich hab ihn an. Ich bin auch voll langsam hier. Ja, ich habe 300 Kilo geladen. Ich hoffe, keine Lungenentzündung zu kriegen jetzt auch noch. Mit 2 Frostbeulen. Oh, jetzt geht's los hier. Ja, ich würde da nur so ein bisschen rumblöden, Sinke. So ernst kann ich es gar nicht nehmen. Weiß ich nicht. Nein, auf der Straße entgegen und sag ich, Tag, grüß dich, was geht, Alter, was, alles klar? Ich hab dich gestern übrigens im Pub gesehen, warst du das mit deiner Frau oder warst deine Freundin? Einfach irgendeine Scheiße erzählen. Und da steht seine Frau neben ihm. Nur sowas würde ich labern, nur sowas Doofes. Sturm incoming. Ja, wenn wir Glück haben, ist das Haus weg, bis wir hier müssen. Obwohl, das ist ein leichter Sturm, den hält's aus. Ja, ich sitze mit meinem Keyboard vor dem Computer, hab mir Maus in der Hand, dann hält er mir eine Waffe ins Gesicht und das ist ein Pixel. Und dann nehme ich es ernst. Mhm. Ja. Da haben sie nicht. Echt mal Gags. Hättest du das Haus ja mal hier runterbauen können. Vor der Höhle wäre das viel besser gewesen. Du, wenn ich hier stehe, dann, wenn ich dann sterbe, dann kratzfliere ich auch alles. Also es bin ich gewohnt aus dem Survival-Spiel. Bei jedem Survival-Spiel verlierst du alles. Bis jetzt, was ich gespielt habe. Na, hier wäre es perfekt, das Haus zu bauen. Aber nein, du hast ja keine Ahnung. Ich mache jetzt eh gleich erstmal kurz 10 Minuten Pause mindestens. Mhm. Pflegedienst kommt gleich. Ja. Okay. Aber noch abliefern, ne, das Ding. Das Stuff. Best. Ja, na sicher. Da wird's nicht mehr hier in der Pampa stehen. Also eine halbe Stunde habe ich noch circa. Irgendwann kann man das schon mal machen, Sinkri, aber ich glaube nicht, dass ich da lang überleben werde. Kann ich ja noch. Ich kann noch irgendwelche Magenschmerzen vortäuschen oder irgendwelche Fußschmerzen oder irgendwas. Einfach am Stegreif irgendeine Scheiß mehr entfallen lassen. Und dann müssen die darauf reagieren. Wenn ich jetzt sage, dass mein linker Popa gewählt wird.